BBB. Okay, das sah aus wie eine Menge Asche. Gehen wir mal runter. Maroon there. Und wer ist das? Afghastin. Well now, would you look at this? Seems our village has got itself a new basement. Sieh sich einer das an. Scheint, als hätte unser Dorf jetzt einen neuen Keller. You don't seem too concerned. Scheint sich darüber keine großen Gedanken zu machen. Trust me, not much happens here. So when things start crawling out of the ground, you pull up a chair and enjoy the show. Glaub mir, hier passiert nicht allzu viel. Wenn hier was aus dem Boden kriecht, holt sich jeder gleich einen Stuhl und genießt die Show. Okay, Afghastin, but promise me that you'll stay here. I don't need anyone getting hurt. Okay, Afghastin, der heißt tatsächlich Afghastin, dieser Mäuserich. Sag mal, versprich mir aber, hier zu bleiben. Ich will nicht, dass sich jemand verletzt. Bah, let you have all the fun? Well, I guess you're the one with the sword after all. Ich soll dir den ganzen Spaß überlassen? Na gut, ich sehe es ein. Du hast ein Schwert. Apropos Schwert, jetzt ist, glaube mal, an der Zeit, mal nachzugucken, ob wir hier... Bloß ich war da schon in jenem Menüunterpunkt drinne. Ich wollte sagen, dass wir hier unser Schwert mal schärfen können, aber... Ich werde das mal nutzen. Ich werde mal so einen Schleifstein nutzen. Vielleicht ist das ja von Dauer. Wo haben wir denn das Dingens? Diesen zotteligen Stein. Ach, den können wir wahrscheinlich nur ausrüsten, oder? Der uns dauerhaft dann Angriff gibt. Was haben wir denn hier noch? Upgrades. Alter Wettstein, Kraftsalbe. Eine mächtige Mischung aus energiereichen Stoffen. Plus 30 Angriff. Mal 1,1 Fidget. Also denke mal, da ist, damit ist der Angriff von Fidget gemeint dann quasi. Dann mal hier wieder ein bisschen aufrappeln. Mal eben ein bisschen was trinken noch. Ah ja. So, was haben wir noch? Alter Wettstein. Bringt die Schneide ganz leicht zum Glänzen. Bauplan. Stimmt, wir haben hier Möglichkeit, solch Baupläne irgendwie umzuwandeln in solch Gegenstände, solch Blaupausen, sag ich mal. Aus denen dann die darauf abgebildeten Gegenstände zu basteln. Sofern man, weiß nicht, ich hab's, glaube, in der vorangegangenen Session auch noch nicht gehabt, dass wir irgendwie eine Blaupause hier umgewandelt gekriegt haben oder aus der Blaupause heraus was hergestellt hatten. Ich glaube, da braucht man sowas, ja, wie eine Werkbank, könnte ich mir vorstellen. Um damit rumzuhantieren. So, ich werde mir mal die Steine dort draufpacken für unsere Klinge. Aber das sieht man nirgendwo. Den Status des Schwertes kann man nirgendwo abfragen. Also denke mal nicht, dass uns das im Arsch geht. Ich denke mal, das dient hier bloß als Bonus, kann ich mir vorstellen. Gut. Na gut, dann war das ja schon. Ich denke mal, die verbrauchen sich automatisch oder was? Da kann ich die jetzt während des Kampfes irgendwie einklicken, wie wir uns eben halt mit der Taste LB heilen können. Keine Ahnung. Ich denke mal, das passiert automatisch. Aber hier unten waren wir noch nicht. Da ist die Karte noch nicht aufgedeckt worden. Also neues Gebiet. Und das sieht mir schon wieder aus wie so eine Arena oder so was. Cerulean-Prüfung Nummer 2. Was brauchen wir hier an Punkte? 10.500 für ganze 4 Sterne. 3.500, 7.000 und 10.500, okay. Sollten aber speichern gehen. Brezel, Havix war noch ein bisschen was dabei, aber zuerst mal speichern irgendwo. Nochmal. Gucken wir hier erstmal weiter, würde ich sagen. Ah, prima. Und gleich einen Speicherpunkt gefunden.
geht's noch weiter, weiter runter. End of the line. Looks like a pretty nasty drop. Hier ist Ende im Gelände. Sieht mir nach einem ziemlich üblen Abhang aus. Very nasty. We should go around, I think. Sehr übel. Wir sollten uns eine andere Strecke suchen, denke ich. There's no time to find another route. Those monsters came up through here. There's gotta be a path down below. Wir haben dafür keine Zeit. Diese Monster sind auf diesem Weg nach oben gekommen. Unten muss ein Pfad sein. Well, here goes nothing. Hier ist nix. Okay. Dann kommen wir bestimmt an anderer Stelle runter, oder? Hab ja gespeichert, soll ich mir mal fallen lassen. Denke mal, das werde ich tun. Boah. Alter Schwede. Alter Schwede. Nichts passiert. Glück gehabt. Hier leuchtet wieder ein Tor auf. Oder ist das... Weiß nicht, ist das... Irgendwie... überhaupt keine Ahnung. Gucken wir weiter gucken. Vielleicht kriegen wir da noch irgendwo Antworten rausgezottelt. Did you see something move up ahead? I saw something move. Da hat sich was bewegt, mein Fidget. Fidget, you need to calm down. I thought you said you weren't afraid of the dark. Ich dachte, du hättest keine Angst vor der Dunkelheit. I'm not afraid of the dark. I'm afraid of the things in the dark. Die Dunkelheit macht mir auch keine Angst, nur die Kreaturen, die sich darin verstecken. I don't see anything, Fidget. Ich habe nichts gesehen, Fidget. How could you possibly see anything in here with that big hat under your eyes? I hate caves. Our kind isn't meant to be underground. We should be soaring high in the wide open sky. Wie könntest du das auch mit diesem großen Hut vor den Augen? Der Untergrund ist nichts für meinesgleichen. Wir fliegen normalerweise hoch, oben durch die Lüfte. I thought you were afraid of heights. Ich dachte, du hättest Höhenangst. Ach ja, stimmt. Fidget hatte Höhenangst. Oh, hush. Ach, sei doch still. Pam! Genau gesessen. Da wird's finster. Kapitel 2. Finsternis. Oh, jetzt muss ich ja auch noch husten oder was? Entschuldigung. Chiromon oder Ceromon-Höhlen sind das. Sehen wir uns doch hier ruhig mal ein bisschen. Oh. Zieht nicht sonderlich viel ab. Doch. Und Ena muss natürlich wieder drin lang. Das ist wie bei, ja, wie bei so einem Dynasty Warriors Spiel. Und Ena hat immer große Fresse. Und natürlich deine Kette. Hier. Ich bereue es langsam, dass ich hier runtergegangen bin. I was regretting it minutes ago. Hier gibt's einen Schatz, mein Fidget. Oh, wow. Donnerwetter. This is beautiful. Do you think the villagers know about this place? Denkst du, die Dorfbewohner wissen etwas von diesem Ort? Ja, was ist das denn für ein... Wie willst du die Frage? Our search has not been in vain. Let's clear this area. Freien wir diesen Bereich von Monstern.
Pam. Das war eine schöne Kette. Für ein Glibberberg da oben. Sei ihm reichlich drin. Kommt hier nicht hoch oder wie? Pam, 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 pam. Oh, Junge, 121 Hits. Down sind sie. Das waren ganz schön viele, so wie mir das aussah. Da hat der Angriff nicht so viel abgezogen. Wie die aussehen. Sie gleich mal von oben runter. Kommt ihr denn alle her? Den kriegt jeder auf die Fresse. Überall, wo geht, 19% fertig. Da haben wir ja noch ein bisschen was vor hier im Spiel. Ist schon nicht verkehrt, hier mal wieder ein bisschen rumzuzocken. So. Gerade heute, wo ich Zeit habe, ist auch noch nicht so spät. Bin gerade nicht mitten in der Nacht am Aufnehmen, muss ich sagen. So wie beispielsweise bei Transistor, was hier zur Zeit parallel läuft, denke mal. Auf meinem Kanal. Da musste man wieder ein bisschen was bringen. Leute, auf meinem Kanal musste mal wieder ein bisschen was los sein. Vor allen Dingen musste das endlich mal kommen. Nach nun anderthalb Jahren der Pause. Cool, da ist ein Zelt, da können wir uns was kaufen. Stimmt, vor allen Dingen musste es dann endlich mal in das Leuchten gehen. Ah, hello again, my friend. I suspected you would return. Ich dachte mir schon, dass du zurückkehren würdest. Natürlich doch. So, was nehmen wir uns mit? Davon haben wir noch 5 auf Tash. Und wir haben 2153 Gold mit dabei. Ja, komm, ein paar nehmen wir mit. Von den Brezeln meine ich natürlich. Wie von denen haben wir auch 5? Den Fruchthappen. Das schon, das wäre eine Tomate, aber nein. Die müssen immer eine extra Wurst haben mit ihren Namen. Außer warme Brezeln natürlich. Davon nehmen wir uns dann auf welche mit. Wollte meinen. So, hast du hier Kobold heute? Tatsächlich. Was ist das? Nee, das ist Schrott. Das sah aber so ähnlich aus, so eine Koboldhaut, glaube. Koboldklaue hast du da. Garn, Flasche, Schrott. Teilschrott, Farbstoff. Ich glaube, ich muss eine Koboldhaut verkaufen. Damit du sie im Katalog aufnimmst. Materialien 15 von 42. Also ich werde es mal probieren. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob das zum Erfolg führen wird, dass er
sich halt darum bemühen wird, das in seinen Katalog dann aufzunehmen. Aber ja, schaden kann es nicht, dann mal zu probieren. So, wo haben wir hier so eine Kobolthaut? Da haben wir eine und eine. Würde sagen, schnallt da mal los und sofort katalogisiert. Schön, schön. Your transaction is most appreciated. Na, ich wollte noch nicht abhauen. Watch your back, my friend.